Jo Leute, und damit wieder willkommen zurück zu Thief. Beim letzten Mal, lass mich hier rausgehen, waren wir hier im Glockenturm. Wir hatten nach Wenn ich dem... was finde, das ich behalten will, bewahre ich es hier auf. Im Moment sammelt sich hier vor allem Staub. Wie lange war ich denn weg? Muss mir mitten rein quatschen. Moment, Leute. Mal ganz kurz das machen. Erstmal auf Skype beschäftigt setzen. So. Beim letzten Mal haben wir nach dem ersten Kapitel dann hier aufgehört gehabt. Und ich würde sagen, hier haben wir alles rausgenommen, ne? Also was wir nicht so, was wir brauchen können. Ein Feuerpfeil haben wir, den wir reintun könnten. Davon 10. Davon 5. Obwohl, nehme ich alle mit. Würde ich sagen, dass wir zum zweiten Kapitel übergehen, ne? Die Stadt. Ja. Hä? Habe ich doch gerade gesagt. Die Stadt. Stone Market. Möchtest du in dieses Viertel gehen? Ich hab's mal mit meinem Lesen, ehrlich. Ladebildschirm. Und das ist der Glockenturm, wo wir sind. Ja, lade, lade. Leuchtbomben sind eine einfache Methode zur gewaltlosen Flucht. Setzen Sie klug ein. Setze Sie klug ein, so. Das geht vorbei, Sir. Ganz gewiss. Nicht die Schwermut. In 2 Tagen sollen Männer seinen Besitz für die Wache requirieren. Mit einem Karren. Jawohl, Sir. Hey, mir leckt das gerade so ein bisschen. Ach, guck mal, hier komme ich wieder zurück, oder wie? Ja. Komme ich auch. Ich weiß nicht, irgendwie leckt das gerade wirklich so ein bisschen. Meine FPS-Spacken rum. Ja. Toll. Also mal ganz kurz was gucken, Leute. Ich habe ja nichts weiter am Laufen. Aber ich glaube, ich weiß den Fehler. Und zwar, weil ich mein Programm nebenbei hochlade. Es sieht wahrscheinlich zu viel. Deswegen würde ich sagen, beende ich das einfach mal. Das hochladen, zack. Und jetzt sollte sich das wieder bessern. Also, ja, schon besser. So. Spähen. Da ist keiner. Naja. So, da lang. Würde ich sagen, ne? Ja. Müssen nämlich da hinten hin. Gehen wir erstmal hier gucken, was wir hier denn so haben. Stumpfe Pfeile können benutzt werden, um Flaschenzüge aus der Entfernung zu lösen. Wir haben aber nicht wirklich Pfeile, ne? Wir haben nur so einen Feuerpfeil. Und das wollen wir jetzt nicht verschwenden dafür. Haben wir hier noch irgendwo was? Ich glaube kaum. Weg damit. Da ist keine Tür zum Reingehen. Glockenturm. Stadt, bla bla. Wollen wir dann rüber ins Berg? ja, warte mal. Wo war jetzt? Auf G. Braucht die Heilung nämlich. So. Da können wir rein. Dann wollen wir das Ding mal knacken, ne? Ja. Und hoffentlich ist hier niemand drin. Da ist niemand. Okay. Ach, guck mal, da oben ist was. Dann holen wir uns den Flachmann mal. Und Gold. Dann ist klar. Da kommst du nicht lang. Dann kann man nichts öffnen. Na, ist da jemand? Nö. Puh. Müssen wir erst mal gucken.
Na? Nein. Ja, voll Licht mit einmal. Da ist so eine Notiz, die da hängt. Okay. Aber hier ist gar keiner. Okay. Was ist das? Neues Dokument. Ist das das? Wahrscheinlich. Es geht um die Berichte deiner Quacksalber zum Umgang mit der Schmermutlage. Ich schlage vor, dass du einen neuen Bericht verfasst, der sich auf folgende Richtlinien stützt. Ich will einen konstanten Fluss. Meine Fresse. Ich will einen konstanten Fluss von Schwermütigen zur Verwertung in die Fabrik. Etwas 100 pro Tag sollten reichen. Mir ist klar, dass die Krankheit manchmal mit dramatischem Tempo abläuft. Ein Mann, der abends noch kerngesund schien, kann am nächsten Morgen schon auf den toten Karren liegen. In diesem Fall sollte sein Haus vor der Enteignung gründlich gesäubert werden. Ich weiß deine Unterstützung in dieser Sache zu schätzen. Der Diebesfänger, General. Ah ja. Ja. Voll im Licht. Aber hier kommt man so nicht rein. Aha, was haben wir da? Abriegelung. Die Straßen halten wieder mit dem Ruf der Wache stets aufmerksam. Ein Kampf gegen die tobende Seuche der Schwermut. Die großen Tore schlossen sich, eine Ausgangssperre wurde aufgerufen und kein pflichtbewusster Bürger zeigte sich noch auf den Straßen. Osley Durham, seines Zeichens Hauptmann der Wache, bezeichnet die Aktion als bislang erfolgreichste Quarantänemaßnahme. Diese Abriegelung dient der Sicherheit unserer geschätzten Bürger, sagte er heute Abend bei der Beaufsichtigung der Schlichtung des Verrätertors. Hat man das nicht schon gefunden? Und das verdanken wir allen dem Baron, fügte er noch hinzu, bevor er nach Dayport zurückkehrte. Ein wirklich bescheidener Held unserer Stadt. Aber ich glaube, das Ding hatten wir schon und die anderen lese ich nicht vor. Die Schwermut ist über. Wir sind draußen. Das Licht nervt, ne? Kann man das denn abschalten? Oder geht das überhaupt? Hoffentlich macht jemand Ärger. Dann weise ich ihn zurecht. Ja? Na? Leise. Und gleich kommen die. Ich bin so müde. Naja, aber die kommen von hier unten ja irgendwie nicht rein. Fuck. Jetzt. Und ja, da war das. Mann, ey. Ach, schon wieder. Gut, dass wir hier keinen schlafenden Wachmann haben. Der wäre schon längst wach geworden. So, Affen. Was haben wir Schönes da drin? Hui. Jo, 60 Gold. Machen wir mal wieder zu. Hier war keiner dran. Da ist nichts drin. Da haben wir nichts. Da haben wir was. Königreich für einen heißen Kaffee. Da haben wir nichts drin. Cool. Noch ein bisschen was. Die Züge dauern halt ein bisschen. Berichte der Wächter. Von Wachmann Munion. Zusammenfassung. Waffenvorrat 6C ins Lager Black LA verlegt. Alle Teile durch die Wachen Munion und Kos inspiziert und erfasst. Das ist die neue Anweisung gewesen. Okay. Gut, dass sie uns nicht sehen. Ach, die. Ist das eine Tür, die versperrt wurde da? Ganz ruhig.
Nö, ich dachte, da kommt jemand. Da ist nix. So. Aber ich glaube, da konnte man durch die andere Tür rein. Und da müssen wir gleich wieder raus. Cool. Kann man noch nicht rein. So. Dann knack mir mal die Tür. Das Fenster wieder. Von innen. Vor allem von innen. Ist klar. Ich würde den Baron gern mal treffen und ihm die Hand schütteln. Ja. Cool. Black Wallalalt. Boah, ey, komm, spring da rüber. Was ist das? Sind das die Bienen oder was? Meinst du? Kann man die nicht nehmen? Nö, schade. Oh, schade. So. Guck mal, da kommt man auch rein. Das ist viel zu hell. Und weiter. So. Wow, hier ist auch noch Licht an. Puh. Macht das verdammte Licht aus. Ah ja. Ja, wer sagt das? Das ist nix. Das ist auch keiner. So. Aber nirgendwo sind welche, ne? Aber ist auch gut so. Wenn wir was klauen wollen. Zinkgold. Was haben wir hier noch drin? Nix. Wir haben immer so viele leeren Schubladen. Warum? Da ist nix. Da ist nix. Ah. Was? Wo der auch immer ist. Zack. Was ist der zweite Knopf? Hallo? Ach, da. Okay. Ah, guck mal. Das nehme ich mit. Sumpfopfer. Armreif. Die sind da irgendwo hinter der Wand. Deswegen hört sich das so nah an. Und zu damit. Hier ist nämlich keiner drin. Hier ist nix. Dann wollen wir mal hier raus wieder. Los, knack das Fenster von innen. Ach ja. Zack. Die sind nämlich auch alle da unten, ne? Ja. Naja. So. Wollen wir mal hier lang. Müssen. Achso. Ja, ein Königreich für einen Kaffee. Kriegst du von mir nicht. Ach ja, der sieht mich zum Glück nicht. Betäubungspfeile waren. Da. Auf 7. Komm. Betäub ihn mal.